Ja, hallo. Wir sind wieder live. Wir, das sind die Mantiker. Ich möchte euch vorstellen, 50% der Mantiker, mein geliebter Mann Roé. Ja, und die anderen 50% ist Kirsten, bei der ich mich wieder bedanke, dass es heute technisch so toll geklappt hat. Und ja, worum geht es denn heute überhaupt, Kirsten? Ja, es geht um die Quintessenz. Wir reden auch gleich darüber, aber erst einmal möchte ich schauen, dass wir, ob überhaupt jemand da ist. Ich glaube, im Augenblick hat sich noch niemand dazu geschaltet. Ich teile das jetzt mal bei mir auf der Seite, damit eventuell Leute dazustoßen können. Und dann schauen wir einfach mal, was vielleicht noch so passiert. Möchtest du auch das bei dir noch teilen, Schatz? Nee, Okay. ist alles wunderbar. Danke. Gut. Ja, heute wollen wir über die Quintessenz reden. Das ist etwas, was uns gleich Roy erklären wird. Denn ich muss sagen, dass ich nicht immer so wahnsinnig viel mit der Quintessenz gearbeitet habe beim Kartenlegen. Ja, wir haben hier heute Bauarbeiten offensichtlich. Sorry für diesen Ton. Ich hoffe, das hört dann gleich wieder auf. Ich warte jetzt einen Moment. Hört sich gut an, Kirsten. Das ist ein super schöner Ton, ja. Also die Quintessenz, wie gesagt, ist etwas, womit ich früher nicht so viel gearbeitet habe, bis ich Roy kennengelernt habe, der mich davon überzeugt hat, dass eine Karte auch genügen würde. Ja, und darüber wollen wir heute reden. Bevor ich die Präsentation anmache, werde ich, glaube ich, erst noch einmal diese Störfaktoren da zurücklassen. Das ist wirklich nicht sehr angenehm. Und ich denke, wir können loslegen. Rui, möchtest du erst was sagen oder möchtest du, dass ich erst mal die Präsentation anschalte? Nee, schalt doch bitte die Präsentation an. Alles klar, das mache ich gleich. Also, dafür muss ich natürlich noch einmal, Moment, Bildschirmfreigabe einstellen und hier freigeben. Und du möchtest ja auch immer, dass die Präsentation vorgeführt wird. Das mache ich jetzt. Und los geht es mit der Quintessenz im Ja, Tarot. ich sag dann, wenn du bitte klickst. Der Titel, die Quintessenz im Tarot und der Untertitel, den wir euch mitgeben wollen, ist, eine Karte hätte auch genügt. Nun, wie kam es denn zu dem Untertitel? Ich bin relativ schnell draufgekommen, dass man mit Tarot das sich auch gut einprägen kann, wenn man auf langen Autofahrten immer mal die Kennzeichen, die vor einem gefahren sind, zusammengerechnet hat und auf welche große Arkana man da gekommen ist. Ich war in den 90er Jahren sehr viel auf den Schweizer Autobahnen unterwegs und dann war das ein sehr gutes Training. Und wie ich dann immer mehr und mehr Karten gelegt habe, bin ich drauf gekommen, oh, man könnte ja eigentlich auch diese Legungen, die wir haben, alle Zahlen, die wir lesen, zusammenzählen, errechnen. Und was passiert denn dann? Und dann bin ich drauf gekommen, oh, seht mal her, wenn man diese eine Karte nimmt, dann hat man im Prinzip ein Substrat aus dem, was man ursprünglich ausgelegt hat und konnte somit den Fragenden noch einen schönen Spruch, einen schönen Satz mit auf den Weg geben, damit er die Legung nochmal einprägsamer mitgenommen hat. Und so bin ich auf diesen eine Karte hätte auch genügt Satz gekommen, der eigentlich sehr für die Quintessenz spricht. Interessant. Sorry, dass ich hier nebenher gerade so ein bisschen abgelenkt war. Irgendwie habe ich, glaube ich, eine Watchparty veranstaltet, aber nicht da, wo ich sie tatsächlich veranstalten wollte. Und ich hoffe, ich verärgere jetzt hier gerade nicht jemanden, aber ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wo das geschehen ist. Da jetzt gerade noch nicht sowieso so viele da sind, würde ich das gerne einmal ganz kurz checken. Ja, dann mach Damit doch mal die Watchparty bei anderen wieder weg. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich jetzt irgendwie total daneben gegriffen. Aber es ist nicht so schlimm. Na, ich hoffe.
dass das nicht so schlimm ist. Da, oh, ich habe die zweimal bei mir veranstaltet. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Die lösche ich jetzt einfach mal. Entschuldige, Schatz. Ja, so gehen wir einfach Stereo an. Aufmerksamst zugehört und schau jetzt mal einfach, wie es weitergeht. So, dann klicke ich jetzt einfach weiter. Genau, ne? Klick mal weiter. Wir haben ein Beispiel vorbereitet, das viele kennen, aber wir wollten trotzdem nochmal das beginnen. Würdest du bitte auf die zweite Folie? Ja, wir haben ein kleines Kreuz. Hier haben wir schon. Ihr kennt ja alle die Kartenlegepositionen. Eins ist der Signifikator, die Karte, um das es bei der Fragestellung geht. Die Position 2 ist, lass es bleiben, tu es nicht, es bringt nichts. Oder das ist die Aufgabe, es zu lassen. Position 3 ist, wo finden wir unsere ganze Energie, wo finden wir den Schwung, wo geht es denn langsam ein bisschen los. Und Position 4 ist dann das Ziel oder die Möglichkeit, einen Erfolg zu bekommen. Für alle, die das jetzt nicht so kennen, das kleine Kreuz, wofür nutzt man diese Auslage am besten? Das kleine Kreuz ist so ein kleines Universalteilchen, das sich eigentlich für sehr vieles eignet, besonders wenn man ganz schnell eine Antwort bekommen möchte, weil es einfach so eilig ist, dass man gar nicht mehr warten kann oder warten will. Ja, und ich finde, ein kleines Kreuz ist immer so eine wunderschöne, hilfreiche Unterstützung in Momenten, wo man nicht große Zeit investieren kann. Ja, ich finde auch, es ist eine Legeweise, die sehr gut geeignet ist für eine Kurzberatung, auch mal zwischendurch, wenn man ein Problem hat, man kurz mal lösen möchte. Ich entsinne mich, dass Hajo Banzhaf diese Legung besonders geliebt hat und immer sagte in seinen Vorträgen, dass dies die Legung sei, wenn sich etwas Neues entwickelt hätte, nachdem man den Rat des Tarots befolgt hatte, dann könnte man gleich widerlegen und das könnte man mehrfach am Tag machen. Habe ich persönlich noch nicht gemacht, aber vielleicht ist das ja auch eine Idee. Ja, und ich finde auch das kleine Kreuz deswegen so charmant, weil es wenig Platz benötigt. Na, 4 Karten sind schnell ausgelegt, da brauchst du keinen Tisch mit 70x70 Zentimeter. Das kannst du auch auf den kleinen Bistrotischchen, die in den Sitzen im Flugzeug vor einem eingebaut sind oder im Flixbus. So. Ja, du bist ja sowieso jemand, der gerne nur eine Karte fürs Kartenlegen nimmt. Genau. Jetzt haben wir natürlich das kleine Kreuz adaptiert auf der nächsten Folie. Nochmal klicken bitte. Ja, jetzt kommt die Quintessenz dazu. Ne? Also aus all den 4 gezogenen Karten, die wir dann interpretiert haben, kommt dann als 5. Teil die Quintessenz. Und diese Quintessenz hilft uns dann nochmal einen Hinweis zu geben. Komm jetzt, tu es. Oder lass es. Oder warum tust du es nicht schon längst? Kannst du das nochmal etwas genauer erklären, wofür die Quintessenz gut ist? Die Quintessenz ist für mich eine Subsumierung, ein Zusammenzug von den 4 oder von den gelegten Karten. Und so kann ich mit einer Karte mir besser einen Mantraspruch mich immer wieder daran erinnern, was ich tun muss, damit ich zu meinem Erfolg oder zu meinem gewünschten Ziel komme. Okay, also ist das sozusagen noch der höhere Ratschlag der Karten für dich? Nee, ich würde es nicht als höheren Ratschlag der Karten ansehen, sondern ich würde sagen, das ist nochmal so eine Wiederholung, eine Vertiefung der bereits gezogenen Karten. Vielleicht auch ein, darum geht es tatsächlich? Nein, weil die Karten an sich in der Legung sagen es schon, worum es geht. Aber mit dieser Quintessenz, hier in dem Beispiel als 5. Karte,
brauche ich mir nur eine Karte merken. Sonst ist es immer schwierig, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben oder fotografiert habe und ich vergesse, welche Karten ich gezogen habe. Aber mit dieser einzelnen Karte, die kann ich besser behalten. Also sozusagen wie ein Anker. Das würde ich, so würde ich es dann am besten umschreiben. Okay. Ein Trigger, damit ich nochmal daran erinnert werde, was ich zu tun habe, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Interessant, gut. Dann habe ich das verstanden. Inzwischen sehen auch schon einige Leute zu. Hallo alle, die jetzt dazu stoßen erst. Wenn euch das Video interessiert, dann könnt ihr euch natürlich gerne von vorne anschauen nachher. Schaltet erst nach 1 oder 2 Minuten ein, weil wir hatten hier Baugeräusche, als wir online gegangen sind. Ja, und auch von mir ein Hallo an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Mhm. Soll ich die nächste Folie zeigen? Das wäre freundlich, denn jetzt gehen wir in eine Beratungssituation, die wir vor einiger Zeit hatten, wo der Klient gefragt hat, wie geht er denn mit der momentanen Situation um? Und jetzt kommt's, wie kommt er mit seiner kleinen Einmannfirma wieder mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte, in der wir alle leben, wieder aus der Nummer raus? Okay. Ja, das war so seine Fragestellung, das Thema. Ja, da hingen natürlich seine ganzen Ersparnisse mit drinnen, da hingen mit drinnen seine ganzen Ideen, die er in den letzten, ich glaube, er ist jetzt im 5. Geschäftsjahr, er hat jetzt langsam so seine Erfolge gesehen. So, und jetzt kommt das. Ja, und er steht jetzt da und sieht seine Fälle im wahrsten Sinne des Wortes davon spielen. Habe ich ihn gebeten, misch mal die Karten, hat er getan und hat dann 4 gezogen. Position 1 wäre der Signifikator, die Kraft. Ja, so der Hinweis, pass mal auf, ja, natürlich ist es im Moment nicht schön, wenn man in der Situation ist, aber denk immer dran, welche Stärke, welche Energien, welche Möglichkeiten du eigentlich hast, wenn du weiter deinen Zielen treu bleibst. Ist dies die Position für dich? Darum geht es? Als Signifikator ist es die Themenkarte für die Leben. Ja. Okay. Ja? Position 1. Mhm. Fand ich auch sehr toll, denn die zeigt auch so, hallo, eigentlich entspann dich mal. Alles wird schon gut und schön. Mhm. Position 2, die 8 der Stäbe. Und die 8 der Stäbe ist für mich immer so eine Geschwindigkeitskarte, so eine, ich frage nicht lang, ich tue es einfach, ob es dann gut ist oder nicht. So eine, wie sagt man so, Spring ins Feld Position. Ja? Mit aller Feuerenergie. Und genau das ist die Position, die heißt Stopp. Ja? Jetzt ist gesunder Menschenverstand gefragt und nicht das schnelle Aktivitätsgeschichtchen und hoppdiwopp und ich tue es zuerst und denke danach. Gleichzeitig spiegelt ja die 8 der Stäbe die Kraft über die 8, ne? Das ist richtig. Aber es kommt nicht nur auf die numerologische Zusammensetzung an. Na, beides sind 8. Hier haben wir die Legeposition, tust nicht. Mhm. Ja, das also fand ich sehr spannend. Darf ich das kurz für mich übersetzen? Im Augenblick könnte das bedeuten, es geht zwar darum, jetzt mit dem Thema Kraft dich auseinanderzusetzen, aber im Augenblick geht es nicht darum, die Kraft zu sehr zu bemühen. Genau, und blindwütige Aktivitäten zu generieren. Okay. Ja, Position 3, das ist so der Ausgangspunkt, wo er steht. Ja, und ich fand das so wunderbar schön für den Moment. Ne? Im Moment habe ich diese Angst. Ja, ich komme nicht mehr vorwärts. Es behindert mich alles. Ne? Sehr schön dargestellt durch diese beiden archaischen Tiere, Wolf und Hund. Ja, und er so als kleines Krebslein, mein Gott, ich muss doch da hoch zum Mond und weiter zur Sonne mit der nächsten großen Arkana und ich muss da mich all meinen Ängsten stellen. Und genauso geht es dem armen Kerl im Moment. Aber das ist der Ausgangspunkt.
Ja, mir fällt dazu ein, dass die in der Kraft ja ein ausbalanciertes Verhältnis in gewisser Weise zwischen Tier und Mensch ist, dass wir auf der Acht der Stäbe gar keine Tiere oder Menschen sehen und dass wir im Mond eine sehr starke Betonung des Tierischen haben. Das ist richtig. Und da ist diese Ausgeglichenheit von der Karte Kraft auf Position 1 nicht mehr gegeben, sondern da herrscht ein richtiges Übergewicht. Ne? Diese archetypischen Tiere haben einen völligen Griff. Ne? Es ist nicht mehr ausgewogen. Mhm. Momentsituation. Ja, und wo führt es denn hin? Zur Königin der Münzen. Ne? Die ganz klar sagt, hey, was regst dich auf? Du hast alle Möglichkeiten, du hast alles wunderbar und du hast dieses Erdelement, das dir erlaubt, cool und ruhig zu bleiben. Mhm. Ich, wieder, wenn ich mir das anschaue, finde ich total spannend. Wir haben in der Kraft halt diese Jungfrau im weißen Gewand, den Löwen in Rot und sie trägt jetzt ein weiß-rotes Gewand. Ja, es schaut so aus, wie wenn sie das weiße Kleid immer noch an hätte, aber jetzt eine Position höher gerückt wäre und jetzt rot tragen darf. Und ihre Löwenkräfte vielleicht angezogen hat, wie Herakles sein Löwenfell. Ja, das ist eine sehr gute Umschreibung, klar. Toll. Sehr spannend. Ja, alle, die jetzt da draußen zuschauen, vielleicht habt ihr ja auch Ideen zu der Legung, dann könntet ihr das gerne kommentieren und wir greifen das mit auf. Vielleicht fällt euch ja was auf, was uns nicht auffällt. Wir haben jetzt hier einerseits über ein bisschen die Zahlen nachgedacht, aber auch über das, was wir auf den Karten sehen. Mir fällt noch ein, finde ich auch sehr spannend, wenn ich jetzt die Karten weiter vergleiche, die Frau auf der Kraft hat so eine Rosenranke an, die ist dann auf einmal bei der Königin der Münzen über ihrem Kopf, diese Rosenranke. Ne? Und das andere, was mir auffällt, ist, dass wir drei Achten hier sehen, weil in der 8-10 ist ja auch nochmal diese 8 sichtbar. Also die 8 ist hier wirklich sehr, sehr stark betont. Ja. Eigentlich ein doppelter Hinweis des Herrschers. Ne? Ja. Der dann auch wieder sagt, hier, hallo, ja? Ich mache die Gesetze. Sehr interessant. Wie deutest du eigentlich die Lemniskate auf der Kraft? Die Lemniskate ist für mich so ein Hinweis, halte durch, es wird. Du hast dieses Göttliche und diese Lemniskate beflügelt dich und hebt dich hervor. Ja? Natürlich ist das toll, dass diese Frau den Löwen so am Kopf tätschelt und am Kinn grault. Aber eigentlich bräuchte sie den Löwen gar nicht, aus meiner Sicht. Ja. Sie hat so viel Power in ihrer weißen Kleidung, in ihrem Rosenkranz, den sie um die Hüfte gewunden hat. Also die Frau, gar nicht notwendig. Und was ich auch toll finde, ist, wenn man sich die Umgebung anschaut, die muss ja im Vergleich zu den Bäumen da im Hintergrund, die muss ja unendlich groß sein. Wir haben überall Berge im Hintergrund, eigentlich auf jeder Karte. Ja. Und die Frau auf der Kraft und auf der Königin der Münzen hat eigentlich eine ähnliche Haltung eingenommen. Eine ähnliche Haltung und die ist für mich nicht demütig unterwürfig, sondern einfach, ich habe gar keinen Grund, mich irgendwie zu positionieren, denn ich habe schon eine natürliche Autorität. Ja, wirklich sehr spannend. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die vier Karten an sich gesagt. Könntest du, bevor wir uns mit der Quintessenz beschäftigen, zusammenfassen, ganz kurz, was wäre der Rat in diesem Falle an deinen Klienten oder was war der Rat an deinen Klienten in diesem Fall? Der Rat war ganz einfach, erstens mal, kein blinder Aktivismus, ja? Sondern mit Brain, mit gesundem Menschenverstand die Situation beachten und beobachten und dann den Weg, wie wenn nichts wäre, weitergehen. Einfach
gechillt ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, aber so in sich ruhend den Weg fortsetzen, denn er kommt zu seinem Ziel. Ja, er braucht gar keine Furcht, er muss gar keine Furcht haben vor all den Auswirkungen, die da draußen sind. Er kommt ja zu seinem Erfolg. Ich würde auch sagen, es geht schon darum, sich den eigenen Ängsten zu stellen, ne? Aber auf das zu vertrauen, was man hat an Erfahrungen, an Ressourcen und so weiter. Das ist richtig. Aber wenn ich mich nur den eigenen Ängsten stelle, habe ich nur einen Schritt getan. Damit komme ich nicht vorwärts. Wenn ich um meine Ängste weiß, ist es gut. Aber für mich sind die eigenen Ängste halt immer nur beratende Teile. Schlussendlich muss ich diese Ängste auch überwinden und sagen, okay, ja, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig oder ich bin da ein bisschen durch mein Leben in einer Form vorbelastet, aber das wird nicht der alleinige Fokus, sondern der Fokus ist, dass ich mich immer weiter traue. Gut. Ja, wie kommen wir denn jetzt zur Quintessenz? Ja, jetzt kommen wir zur Quintessenz, indem wir die 2 Achten plus die 18 addieren. Okay, soll ich irgendwie wieder klicken? Nee, für die, die schnell im Kopf rechnen sind, merken, dass man irgendwie 16 und 16 und 18 ist 34? Ja, 34, oder? Und da musst du vielleicht nochmal erklären, also 34 ist nicht gut. Wir suchen bei der Quintessenz eine Zahl zwischen 1 und 22. Warum, Ruhe? Korrekt. Warum tun wir das? Weil wir nicht mehr große Arkanen haben. Ganz genau. Wir haben nur 22 Trümpfe. Ja, wir haben zwar 78 Karten, wir haben 78 Bilder, aber nur 22 sind der großen Arkana zugeordnet. Wichtig beim Errechnen der Quintessenz ist es, dass wenn wir jetzt bei der 34 kommen wir ja auf eine 7. Ja. Aber hätten wir jetzt zum Beispiel jetzt muss ich kurz mal rechnen, eine 49 gehabt und dann hätten wir 4 und 9, wäre eine 13, dann würden wir bei der 13 bleiben und nicht runterrechnen auf die 1 plus 3, sondern wir bleiben immer im Rahmen von 1 bis 22. Korrekt. Und auch hier nochmal ein Hinweis, bitte vergesst nicht, Assen zählen auch, obwohl sie keine Zahlen an ihren Bildern, an ihrem Bild haben, aber sie zählen 1 und das sollte nicht unterschlagen werden. Ja, jetzt geht der Bohrer wieder los. Ja, jetzt haben wir den Heimwerkerkönig. Wichtig ist, dass wir König, also Hofkarten zählen nicht. Korrekt, die Hofkarten zählen 0, aber die Ass zählt 1. Genau. Ja, und jetzt würde ich dich bitten, Kirsten, mach doch noch einmal einen Klick, bitte. Bitte sehr. Ja, und hier haben wir es ja auch schon, die Quintessenz. Ja. Ja, erwarten. Ja, lassen wir das Bild auf uns wirken, während wir im Hintergrund ein bisschen hören, dass auch andere Mieter hier fleißig sind. Und wir sehen der Wagen. Mhm. Und das war für meinen Klienten nochmal so ein hörbares Aufatmen, wie er gesagt hat, mir wird klar, ich kann einfach weitermachen, ich kann weiterhin meinen Weg gehen. Das ist für mich jetzt ein sehr hilfreicher Hinweis, dieses einzelne Bild. Ja, und ich finde gerade im Zusammenhang mit dem Mond, dass wenn ich den Wagen habe, ich natürlich gut durch diese seltsame Landschaft reisen kann. Und auch bei dem Wagen geht es ja sehr stark darum, etwas in Balance zu halten, ne? Nämlich meine Gedanken, die ich immer auf ein Ziel fokussieren muss. Und im Nachhinein sagte mir der Klient noch, weißt du, dieser einsame kleine Krebs da in dem Wasser drinnen, also der war für mich so ungeschützt. Aber jetzt in dem Wagen, da fühle ich mich wieder so gut. Also da kann mir gar nichts passieren. Auch wenn ich der Krebs bin, da kann mir gar nichts passieren, weil ich bin ja da gut in meinem Streitwagen drinnen, da passiert mir nichts. Und ich fand das sehr schön, wie der das umschrieben hat, weil es hat ihm die Angst genommen. Lustigerweise ist der Wagen ja auch dem Krebs zugeordnet, astrologisch gesehen. Ja, siehst du. Ja, interessant.
Also man sieht, finde ich jetzt, wenn ich mir das nochmal vergegenwärtige, als Quintessenz wirklich ein Thema von halte durch, bleib auf deinem Weg, komm nicht ab, geh einfach weiter, aber mach das nicht zu hektisch. Der Wagen hat ja als negativen Anteil auch immer das zu schnell, schnell zu machen. Ne? Das kann ich sehr gut verstehen. Schön. Ja, ich habe mich für meinen Klienten auch gefreut, weil er bekam durch diese 5 Bilder wieder eine Ruhe, die er am Anfang der Beratung nicht hatte. Aber dann hat man richtig gemerkt, ach, dieser Wagen, dieses Schön. Übrigens, wir haben das gleiche Gelb wie auch auf der Kraft. Ja, und auf der Königin der Münzen. Genau. Und der Mond ist auch gelb, als sei er so die Kraftressource quasi. Ja. Und das fand er dann auch so, war ihm unheimlich wichtig, noch darauf hinzuweisen, dass er hier die gleiche Farbe wahrgenommen hat wie auf der Startkarte. Und war deswegen dann auch nochmal beruhigt und sagte, ja, jetzt hat er da wirklich wenig bis keine Ängste mehr, weil er weiß, jetzt geht es wieder weiter, jetzt fühlt er sich auch wieder beruhigt. Sehr schön. Hast du noch eine Folie für uns? Wir haben noch eine Abschlussfolie, aber die kommt ein bisschen später. Gut. Später wieso? Ja, bevor wir fertig sind. Ach so, ja, sind wir nicht fast fertig jetzt? Was möchtest du noch? Ich weiß nicht, ob nicht noch Fragen sind von unseren Zuschauern. Nein, es hat sich niemand gemeldet, der jetzt irgendwelche Fragen stellt. Falls jemand von da draußen Fragen hat, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Ich hätte eine Frage an die Zuseherinnen und Zuseher da draußen. Wie macht ihr es denn? Macht ihr denn auch Quintessenzen oder lasst ihr das eher sein? Vielleicht möchte sich dazu jemand äußern. Falls sich jemand dazu äußern möchte, schreibt uns das doch in die Kommentare. Gerne auch jetzt nicht unbedingt, während ihr schaut. Ihr könnt euch das auch später gerne da noch eintragen. Für uns ist es natürlich interessant, ob ihr das macht oder nicht. Ich persönlich finde das inzwischen sehr wichtig und arbeite auch damit. Wie gesagt, früher habe ich das nicht so getan. Ich habe jetzt beim Betrachten der Legung mir überlegt, dass ich schon das Thema habe für unseren nächsten Treff. Der wird am Freitag, dem 1. Mai sein. Vielleicht habt ihr ja da Zeit. Um 17 Uhr werden wir uns wieder treffen. Und zwar würde ich gerne mit dir, lieber Roy, über die Zahl 8 und 11 sprechen im Tarot. Ja. Denn die erste haben wir schon da, ne? Bitte? Die erste liegt ja schon hier, ne? Genau. Und es ist ja so, dass nicht alle Menschen sagen würden, dass die Kraft die 8 ist. Und ich weiß, dass es da auch bei unseren Schülern immer sehr große Verwirrung gibt. Was ist 8? Was ist 11? Weil manche Leute würden sagen, die 8 hat mit der Gerechtigkeit zu tun. Ja, und da würden wir dann gerne mit euch beiden, würden gerne mit euch darüber diskutieren oder euch erklären, wie wir das machen mit 8 und 11. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, was vielen Menschen da draußen was bringen könnte. Was meinst du? Ja, ich finde, das ist sicher genauso spannend wie das Thema, das wir ursprünglich hatten. Aber lass uns das nehmen, das finde ich toll. Welches Thema hatten wir denn ursprünglich? Ja, ursprünglich hatten wir uns überlegt, wie geht es denn eigentlich mit dieser Aktivität um, bevor man überhaupt eine Beratung beginnt, nämlich mit dem Mischen. Da hast du recht, aber das können wir ja auch noch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Das ist völlig richtig, darum. Ich finde auch, dieses Thema 8 und 11 ist ein spannendes Thema, bringt immer wieder Diskussionen, Meinungen, andere Sichtweisen, und ich bin da völlig offen und ich mache das sehr, sehr gerne. Ja, finde ich toll. Also es hat sich niemand von den Zuschauern gemeldet mit Fragen, von daher würde ich sagen... Oh, dann klickst du weiter. Dann klicke ich jetzt einfach mal weiter. Ja. Oh. Ja. Danke für euer Dasein, schreibst du. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben und noch zuschauen werden. Mich würde auch interessieren, wie findet ihr das, wenn wir einfach mal hier so ein bisschen Karten interpretieren? Bringt euch das was? Lernt ihr was dabei? Möchtet ihr mehr davon wissen? Dann schreibt uns auch das. Wenn ihr jetzt nicht bei Facebook kommentieren wollt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schicken an
agora, agora@dimantica.de. Unsere Kontakte findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage www.dimantica.de. Also meldet euch einfach bei uns und wir sind ziemlich plug and play und gehen dann sicher gerne auf das ein, was ihr gerne machen möchtet. Never give up, hast du da geschrieben. Ja, never give up. Vielleicht bevor wir an das gehen, was wir lesen, vielleicht das, was wir als Bilder sehen. Die Bilder sind deswegen heute so drauf, weil wir ein technisches Thema haben. Und da fand ich, es ist unheimlich toll, wenn wir die Möglichkeit haben, uns ein bisschen der Technik zu nähern und darum auch diese eher untypischen Tarotbilder für eine Präsentation. So, zu deiner Frage. Never give up. Ja, das ist das Motto der Mantica, die sich weder durch irgendwelche Stürme des Lebens von irgendwelchen bösartigen Finanzämtern oder sonstigen Institutionen aus der Ruhe bringen haben lassen und auch jetzt durch den Coronavirus uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Oder den Bohrer. Und darum, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ihr da draußen vor den Empfängern, ich hätte jetzt fast mal den Volksempfängern gesagt, nee, never give up, unser Thema, und mit dem möchte ich mich bei euch für heute verabschieden. Macht's gut. Macht's gut. Ich stoppe mal kurz die Präsentation, dass wir nochmal zeigen können. Vielen Dank für alle, die zugesehen haben. Ich habe gesehen, es war ein On and Off. Es waren immer wieder Leute da. Alle, die erst später eingeschaltet haben, schaut es euch doch einfach von vorne an und lasst eure Kommentare da. Wir freuen uns darüber. Und ansonsten wünschen wir euch allen noch eine schöne Restwoche. Für alle, die zur Arbeit gehen derzeit in ein Büro oder am Homeoffice machen, ist das ja nicht mehr so lange. Und wenn ihr Lust habt, am 1. Mai sind wir wieder um 17 Uhr online. Wir freuen uns auf euch. Ich mich auch. Danke fürs Dabeisein. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.